Ja, Leute, auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht. Das ist noch nicht mein angekündigter Film über die Kombinationssignale. Vielmehr habe ich gerade ein wenig Zeit und Lust, mal eine kleine Ansage zu tätigen. Mir fallen da seit längerem ein paar Dinge auf, die ich gern mal ansprechen möchte. Zuerst danke ich euch, dass ihr so treu dabei seid und auch immer mehr werdet. Bald 14.000 Abonnenten, das ist schon eine Hausnummer. Besonders freue ich mich über eure Kommentare. Vor allem dann, wenn ich dadurch selbst noch etwas lerne oder auch, wenn ihr, was zum Glück selten vorkommt, eine meiner Aussagen korrigieren müsst. Beispielsweise haben mich Evas und Michas Bahnwelten nach dem Schauen meines Falkenberg-Films darauf aufmerksam gemacht, dass das dortige Stellwerk W11 entgegen meiner Ausführungen sehr wohl noch in Betrieb ist. Sowas ist natürlich für mich selbst besonders ärgerlich und zeugt von, ja, sagen wir es ruhig, schlampiger Recherche. Das ist nicht mein Anspruch und darf nicht passieren, passiert aber leider immer wieder mal. Also, ihr Lieben, wenn ihr einen Fehler in meinem Film entdeckt, zögert nicht, mir das mitzuteilen. Konstruktive Kritik ist immer willkommen. Gar nicht willkommen hingegen ist sowas. Meinen NATO-Bahn-Film kommentierte Alexander Alfons tatsächlich so. Da braucht man gar keine Worte zu verlieren. Ich habe das mal oben angepinnt, sodass es alle sofort sehen. Und wenn der gute Alex schlau wäre, wird er seinen Müll einfach löschen und sich keine Sekunde länger als nötig dermaßen blamieren. Einfach nur peinlich, Herr Alfons. Ganz, ganz schlechter Mann. Viel schlimmer als solchen Unsinn finde ich allerdings Anmerkungen wie diese von Marco Sommer zum Film über die Ausbaustrecke Wünsdorf-Elsterwerda. Was will der Autor mir oder uns damit sagen? In erster Linie wohl, ich weiß was, aber ich verrat's euch nicht. Das kommt schon im Kindergarten gar nicht gut. Und besonders traurig ist das, wenn ich oder die Zuschauer um Aufklärung bitten und keine Reaktion kommt. Sollte ich weitere derartige Zuschriften erhalten, werde ich auch gar nicht mehr nachhaken, sondern den Kommentar sofort löschen. Was zukünftig auch rausfliegt, sobald ich es bemerke, und besonders beim Göttingen-Video fiel mir das negativ auf, Beleidigungen anderer Kommentatoren will ich hier nicht lesen. Man kann gerne unterschiedlicher Meinung sein und das hier auch diskutieren, aber Ausdrücke wie dumme Nuss, Spinner und so weiter haben hier nichts zu suchen. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, dass Menschen, deren Interessen sich zumindest teilweise überlappen, denn sonst würden sie meine Filme ja nicht gucken, dermaßen aufeinander losgehen. Leute, auch wenn es euch noch so wenig passt, was ein anderer schreibt, man kann das mal ignorieren und völlig unkommentiert lassen. Einfach mal über den Dingen stehen und schweigen. Man muss nicht überall seinen Senf dazugeben und sich vielleicht sogar noch dran aufgeilen, aus der sicheren Deckung eines Pseudonyms andere zu beleidigen. Klare Ansage, oder? Noch eine vergleichsweise harmlose Sache, die beinahe unter jedem meiner Filme zur Sprache kommt. Meine übertriebene, affektierte, alberne, was auch immer Betonung. Jungs und Mädels, ihr könnt das gern immer wieder dahin schreiben. Ihr werdet es nicht ändern. Wem das nicht gefällt, und es ist glücklicherweise eine Minderheit, der muss meine Videos halt ohne Ton genießen. Untertitel werde ich nämlich nicht einblenden. Natürlich könnte ich auch so reden wie Karl Lauterbach, was aber zur Folge hätte, dass sämtliche Zuschauer nach 30 Sekunden eingeschlafen sind. Wie auch immer, ich hatte schon in der Schule meinen Spaß daran, ein wenig mit der Sprache zu spielen. In der Orientierungsstufe, das waren in Niedersachsen die Klassen 5 und 6, habe ich oft Personen- oder Ortsnamen abgewandelt und ab der 7. Klasse englische, französische und dänische Wörter in meine Sätze eingebastelt. Auch mein Satzbau war teilweise ein wenig extravagant und weil das nicht allen Lehrern gefiel, habe ich keinen Deutschleistungskurs belegt. Ich hatte es, wenn ich mich recht entsinne, nicht mal als Prüfungsfach. Ja, lang ist's her. Übrigens, obwohl es für jeden meiner Filme ein Drehbuch gibt, werde ich mich hüten, mich Wort für Wort daran entlang zu hangeln. Das ist manchmal hart, da muss ich mir schon auf die Zunge beißen, um meinen Aussprachekritikern nicht noch mehr Angriffsfläche zu bieten. Das soll's aber auch gewesen sein mit dieser meiner kleinen Ansprache. Legt euch wieder hin und freut euch auf meinen Film über die KS-Signale. Ich mache jetzt erstmal Urlaub. Tschüss.